Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem, naja, nach längerer Zeit mal wieder neuen Video zu The Crew 2. Und zwar starten wir direkt mal in die neue Season. Und zwar Staffel 7, Episode 1, Into the Storm. Da haben wir ein Untergrundrennen über 5 Etappen auf der Road 66. Bahne dir einen Weg durch den Sturm. Da bin ich ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Und mit brandneuen Street Racing Wagen. Ja, da ist schon ein Auto abgebildet. Wir gehen mal gemeinsam in das Update rein. So, angekommen im Spiel, gehe ich einmal auf Profil und dann auf den neuen Motorpass. Hört zu, denn ich wiederhole das nicht. Wenn ihr diese Nachricht hört, seid ihr ausgewählt worden. Wegen eures Könnens, eures Muts und natürlich eurer Diskretion. Dieses Rennen ist absolut illegal. Also sprecht mit niemandem darüber. Zu eurem und unserem Schutz. Es gibt nur eine Regel. Keine Regeln. In diesem Rennen geht es in 5 Etappen durch das Kanda der USA. Wir beginnen in St. Louis und alles, was zählt, ist als Erster ins Ziel zu kommen. Den anderen winkt nichts als Schande. Also gebt alles und zeigt, dass euch der zweite Platz nicht genügt. So mancher Fahrer hat es auf die leichte Schulter genommen. Macht es besser. Und nicht vergessen, folgt den Zeichen. Zu eurem eigenen Wohl. So, wir sind im Motorpass, Staffel 7, Episode 1, enthält 3 Premium-Fahrzeuge und ein Gratis-Fahrzeug. Und das gefällt mir jetzt schon mal. So auf dem ersten Blick finde ich das ganz geil. So, dann gehen wir mal dahin und kaufen den Premium-Motorpass. Und zwar für... Ey, guckt mal einer an. Es wurde was... Ey, ist ja geil. Freunde, das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Guck mal, ihr könnt jetzt für Bucks den Premium-Pass kaufen. Das ist natürlich schön. Also für den normalen Premium-Pass bekommt ihr Zugang zu 51 Rängen, habt ihr so oder so. Aber ihr bekommt dafür den McLaren P1 in der Goldline Edition mit einem Outfit und einem Nitro. Und für Premium-Motorpass-Bundle erhaltet Zugang alle 50 Ränge. Ja, haben wir gerade schon. Plus 12 Ränge sofort. Und ihr bekommt dann den P1 in der Goldline Edition, den Pontiac Firebird, Trans Am, Golden Rings Edition. Und bekommt ein Outfit, ein Nitro, eine Tönung, eine Hupe, zweimal Rauch, zwei Reifen, ein Performance-Teile-Set. 2 Crew-Credits-Pakete, 2 Bugs-Pakete, eine Unterbodenbeleuchtung und ein Outfit. So, und den kaufen wir jetzt mal und das ist geil. Guck mal, 150.000 oder 4 Millionen Credits. Guck mal, wir gehen einfach auf die 4 Millionen Credits. Okay, ich glaube, da gibt es noch ein paar Fehler. So, ich habe das jetzt zweimal hintereinander versucht, das Bundle für Bugs zu kaufen. Das scheint noch fehlerhaft zu sein. Immer wenn ich das tue, fliege ich aus dem Spiel raus. Deswegen kaufe ich den jetzt mal für 150.000 Crew-Credits, wie auch immer. Und dann haben wir sofort freigeschaltet, wie es da schon stand, den P1 in der Goldline Edition. Sieht natürlich super schick aus. Dann ein Untergrundhelm, Goldstreifen Nitro, Goldstreifen Rauch, Goldstreifen Tönung, Goldstreifen Reifen. Crew-Credits Paket, 20.000, nicht schlecht. Ein Rally Shining in the Sandstorm legendäres Ruhm-Set. Was soll denn mit Ruhm? Egal. Hupe. Oh, verdammt. Was? Damn. Ja, lol. Bugs-Paket, 50.000. Dann ein Sandsturmrauch. Rostige Reifen. Wo sind die denn noch rostig? Keine Ahnung. Dann nochmal ein Crew-Credits-Paket für 2.000. Dann nochmal ein Bugs-Paket. Dann den Pontiac Firebird Trans Am in der Golden Rings Edition. Und ein Outfit, ja, College-Jacke, auch nicht schlecht. Und dann haben wir eine Unterbeleuchtung, goldener Adler und ich nenne es wie immer Unterbodenbeleuchtung. So, jetzt gehe ich daher und kaufe mal für das Video alle Ränge durch. Natürlich klicke ich den nicht einfach so weiter, der sieht natürlich richtig geil aus. Der Mitsubishi FTO GP Version Air Nebula Edition, richtig geil. Der gefällt mir wirklich extrem gut. Oh, die Reifen sind auch cool. Die Reifen mit dem Fahrzeug, ja geil. Kommt auf jeden Fall bestimmt gut. Und ich weiß nicht, wieso wir eine Haiflosse bekommen. Hä? Egal, muss man nicht verstehen. So, jetzt haben wir Rang 47 und weiter geht's. 48. Für 48 bekommen wir einen Cola-Becher. Geil, Alter. So, zack. Da haben wir eine Unterbodenbeleuchtung. Und für den letzten Rang bekommen wir Reifen. Alter, das sind ja mal fette Dinger. Egal, gehen wir durch. Ah, und noch ein Nitro. Sehr schön.
So, dann ist Rang 50 gekauft. So, den Motorpass haben wir komplett gesehen. Und dann wollen wir doch mal durchgehen. Wir gehen einmal in den Live-Summit rein und gucken uns da mal an, was wir als nächstes haben. Und zwar kommt der Live-Summit Pontiac Addict. Da bekommt ihr für Gold den Firebird Trans Am. Danach kommt Cityscape. Da bekommt ihr für Platin Moment. Das ist falsch hier. Da bekommt ihr Polizei Nitro Episch. Dann bekommt ihr für Barren Raid den Fender Sharkhole. Den kann ich leider noch nicht fahren. Und der nächste Summit, den ich sehen kann, der nennt sich Premio. Und da bekommt ihr für Gold den Rough CT3 Drag Race Edition. Und für Platin bekommt ihr den grellen Reifen. Ich muss sagen, der grelle Reifen gefällt mir sogar. Und das war es eigentlich schon, was ich hier zeigen wollte im Live Summit. Es ging mir um den Wagen hier im Moment einmal noch da. Und zwar den Fender Charcoal. Und ja, den wollte ich einmal gezeigt haben. So, den Motorpass habe ich komplett gezeigt. Und bevor wir aber zu den anderen kommen, gehen wir einmal auf Aktivitäten und gucken uns die neue Season an. Und zwar Episode 1 Into the Storm. Da ist natürlich erstmal das erste Rennen frei. Weltrekord 3 Minuten 56. Okay, dann wollen wir mal da rein. Okay, willkommen in St. Louis. Der Motor läuft, keine Spur von den Gesetzeshütern. Und jetzt dazu. 8 von euch sind am Start. Und ich will, dass ihr um den Sieg kämpft, als ob euer Leben davon abhängt. Fragt nicht, wo es hingeht. Das findet ihr schon raus. Folgt einfach den Zeichen. Nur so kommt ihr durch. Und jetzt los. Oh, schöner Start. Hä? Die machen erstmal alle Platz. Okay. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Das gefällt mir, dass sie mir einfach mal Platz machen. Dass ich an alle vorbeikomme. Bin ich mal gespannt, ob das in der Endversion auch so ist, wenn das Update dann rausgekommen ist. Das weiß ich natürlich selber gar nicht. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Also, das finde ich jetzt mal witzig. Boah, Mist. Na, wenn das nicht schön ist. Die Leute in den Ballons müssen von da oben eine tolle Sicht auf unser Rennen haben. Ach, da oben habe ich gar nicht gesehen. Genießt die Aussicht, solange ihr es könnt. Cool. Denn so heiter wird es nicht lange bleiben. Okay, warte mal, hier kann man, glaube ich, abkürzen. Und, ja, geil. Okay. Sehr cool. Eine Abkürzung gesehen. Ah, da kommt ein... Nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt ein NPC. Wo lang? Ah, okay, geradeaus. Boah, jetzt wusste ich gerade eine Sekunde nicht, wo es lang geht. Läuft. Ja, ich spiele das Ganze blind. Ich habe mir das Update nicht vorher angeguckt. Ich habe leider sehr wenig Zeit jetzt gehabt für das Update. Aber natürlich will ich es ja trotzdem zeigen, ne? Ist ja klar. Okay. Gesehen und genutzt. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber ich habe es trotzdem gemacht. Die Hälfte der Strecke ist rum. Augen auf. Irgendetwas versperrt da hinten die Straße. Ah, NPC, ey. Das ist so nervig. Okay, Straßensperre. Ich bin gespannt, was damit gemeint ist. Oh, ich hätte gar nicht Bremsen brauchen, okay. Ach, auf Rekorde kann man immer noch fahren. Okay, das sollte wohl geklappt haben. Wo eine Straßensperre sein soll, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Oh, nicht wegrutschen. Aber bis jetzt auf jeden Fall eine angenehme Strecke. Macht Spaß.
Zieht sich ein bisschen, aber sonst macht die Strecke auf jeden Fall Spaß. Kurven sind auch okay. Sind jetzt nicht irgendwie extrem übertrieben. Man kommt auf jeden Fall gut durch. Mit ein bisschen Konzentration, bisschen Strecke üben, geht das auf jeden Fall klar. So, und da kommt... Nein! Oh, jetzt fast vor dem Baum hier. Egal, wegen dem kleinen Patzer mache ich das jetzt nicht neu. Ah! Ich habe da was gesehen. Keine Ahnung, ob ihr schon ins Schwitzen gekommen seid. Aber ich habe hier ein kleines Geschenk für euch. Üble Wetteraussichten für die nächste Etappe. Von hier aus betrachtet wird das ein Riesenspaß. Das geht besser, aber... Schon okay. Fürs Blind-Spielen jetzt. Doch, guck mal hier. Für Blind auf jeden Fall in Ordnung. Würde ich jetzt mal sagen. Gut, Tommy ist direkt mal den FTO gefahren. Und Basti ist den 3000 GT gefahren. War ein bisschen schneller wie ich. Stehe ich jetzt direkt vor der zweiten Aufgabe. Winds of Change. Dann geht's mal los. Ich hoffe, ihr hattet auf der letzten Etappe Spaß mit all den hübschen Ballons. Aber der Wind beginnt sich zu drehen. Streckt die Hände besser nicht aus dem Fenster und folgt weiter den Zeichen. Oh, fliegender Start. Ja, nee, ist klar. Toll, aber fliegender Start ist natürlich sehr cool. Wow, okay. Ja, okay, fliegender Start ist geil. Ah, da hinten kann man schon den Nebel und den Rauch sehen. Ja, cool. Vorsicht, da kommt ein Hindernis auf uns zu. Ja, das stört mich aber nicht. Oh, jetzt noch alles voll mit NPCs hier. Augen auf. Irgendetwas versperrt da hinten die Straße. Nicht schlimm. Zack. Was für ein Idiot. Dieser LKW-Fahrer hat keine Ahnung von Scherwinden. Ich muss sagen, das Update gefällt mir bis jetzt. Ich muss sagen, es gefällt mir sogar besser als das letzte. Seht ihr das Sägewerk, das wie eine Filmkulisse aussieht? Ja, sehr nice. Ja, cool. Oh, ja, 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 übertreib. Flieg noch nach links weg, NPC, ey. Flieg noch nach links weg. Ja, da haben sie sich doch mal was einfallen lassen. Ich weiß, ich habe beim letzten Update auch gesagt, dass es mir gefällt, aber das hier gefällt mir wirklich besser. Ein bisschen actionreicher die Straßen. Spürt ihr den Seiten? Oh, der Wagen fliegt nach rechts. Oh, oh, oh. Oder vielleicht will sie auch nur ein guter Scherz. Okay, Realismus wird eingebaut. Jedenfalls fliegen da draußen ordentlich die Fetzen. Macht eure hübschen kleinen Autos nicht kaputt. Okay, aufpassen. Ey, die haben das echt mit eingebaut. Es kommt nicht einfach nur hier der Sandsturm und der Wind. Die Autos fegen wirklich weg. Ich verrate euch mal etwas über Wind und Schwerkraft. Oh oh. Zusammen machen die eine Menge Ärger. Geil. Je höher der Aufstieg, desto... Na bitte. Natur 1, Schornstein 0. Das hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt, sodass ich da in die Planke reingeknallt bin. In die Leitplanke. Okay. Ah. Haben wir über Risikobereitschaft gesprochen? Nun, diesmal leite ich das Hirn nicht um. Ich will, dass ihr mitten durch diesen Sandsturm fahrt. Geil. Schaut euch an. Deshalb seid ihr hier. Ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Im Freien würde euch der Sandsturm die Haut vom Leib schmirgeln. Wenn man schon durch die Hölle muss, dann doch lieber im Auto, oder? Auf jeden Fall. To be continued. Sind wir jetzt wieder beim nächsten Rennen? Ja, ist das schon das nächste? Das haben sie auf jeden Fall cool gemacht. Man fährt hier von einem Rennen zum anderen. Das heißt, wenn man am Ziel ist von dem Rennen, ist man direkt schon beim nächsten. Das ist wirklich gut. Das gefällt mir auf jeden Fall.
Tja, der Sandsturm ist vermutlich stark genug, um euch den Lack vom Auto zu kratzen. Aber er ist eine tolle Kulisse für unsere nächste Etappe. Es könnte schwierig werden, den Zeichen zu folgen. Aber tut's trotzdem. Okay. Oh. Ja, aber das sieht cool aus. Da haben sie sich doch endlich mal was einfallen. Ah! Lassen. Boah, voll am Wegfliegen hier. Ey! Yay! Wow, okay. Ah, Auto! Wobei es geht. Ja, doch, das Auto wackelt. Interessant. Oh, oh. Ah! Das geht auf jeden Fall klar. Und da zieht das Auto wieder weg zur Seite. Boah, geil, Leute. Ja, was soll ich sagen? Also, das gefällt mir richtig gut. Ich meine, da sind wir doch mal ehrlich. The Crew 2 ist ein Arcade Racer. Und was bekommen wir hier? Absolut Arcade Action. So gehört sich das auch. Das ist geil. Ich meine, wir wussten ja eh immer schon, The Crew ist ein bisschen anders wie andere Rennspiele. Deswegen passt das aber auch richtig gut dazu. Ich sag mal, zu so einem Gran Turismo oder so würde es natürlich überhaupt nicht passen. Da würden die Leute auch sagen, sag mal, habt ihr Lack gesoffen oder so? Aber nee, in das Spiel hier passt das richtig gut rein. Ah, komm schon. Ah, verdammt. Boah, Checkpoint noch bekommen. Komm schon, und... Na gut, da kann man auch dran vorbeifahren wahrscheinlich. Also wenn man es weiß oder rechtzeitig sieht, dann sollte man auf jeden Fall auch an diesen kleinen Sprüngen dran vorbeifahren können. Wenn man das Ganze wirklich natürlich dann auf Zeit fährt, ne? Klar. Boah, die ganze Kulisse ist auf jeden Fall geil. Das gefällt mir wirklich. Na, komm schon. Ah, komm schon. Volle Kanne wie Knight Rider, ey, die Stimme. Hört sich an wie Kid. Eine witzige Idee. Wow. Also ich sag das nicht nur so, weil ich vorab Zugang habe zum Spiel, sondern wirklich, weil es mir gefällt. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich denke so, oh, nervt die Strecke, voll lang oder so. Nee, also komplett Action hier gegeben. Gefällt mir wirklich. Ich habe mal einen Rennfahrer. Das sind nicht der Sahara, aber das Wetter schlug um. Oh. Wow. Riesige Sanddüne. Jo. Sie hat drei Fahrer. Ja, okay. Tot. Empfang weg. Da war eine Sprungschanze, da auch. Da fahren wir mal elegant dran vorbei, ne? Ah! Oh, Mist. Ich wollte zum Schluss nochmal richtig durchziehen und dann da reingeballert. Na egal. Und ihr seid durch. Die Götter könnten tatsächlich zufrieden mit euch sein. Ich spare mir mein Urteil noch auf. Mal sehen, wie die letzten beiden Etappen laufen. Diese Tortur ist noch lange nicht vorbei. Und dann geht's auch direkt weiter zum nächsten. Wäre ich der Glas-Halb-Voll-Typ, würde ich sagen, dass der Sandsturm vorbei ist und ihr die Hälfte hinter euch habt. Aber ich bin Realist. Die Straßen,
das reinste Chaos. Da sind Rettungsteams, denen man ausweichen muss, und es kann jede Menge schiefgehen. Also, Augen auf. Boah. Allein die... Ich bin durch die durchgefahren. Okay. Vielleicht noch ein kleiner Fehler oder so, aber ja. Niemand ist perfekt, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass Ubisoft sich das Video angucken wird. Also werden die das auch sehen, dass da eventuell ein kleiner Fehler war. Vielleicht war es ja sogar so gewollt von euch, ich weiß es ja nicht. Wunderschön. Dieses Wechselspiel von Sand und Sonne. Ich bedauere die Fahrer nicht, die ich ausgemustert habe. Sie waren einfach nicht gut genug und haben es sich nicht verdient. Du weißt Bescheid. Oh. Leicht vom Gas gehen wäre manchmal gar nicht so schlecht. Oh, endlich auch mal was Neues ins Spiel gebaut, ne? Und nicht immer einfach nur die Straßen, die da sind, einfach neu genommen. Irgendwie, keine Ahnung, andere Richtung, andere Abbiegungen. Abbiegungen? Ihr wisst, was ich meine. Woanders langfahren oder so. Hier fährt man jetzt auch mal durch die Pampa. Ein bisschen was kaputt gegangen auf der Strecke und so. Ja, hier sowas zum Beispiel. Bams. Nice. Oh, da will ich oben lang. Ja, guck mal. Ja, aber schön Aua. Schön Aua, genau. Nein, schön Abwechslung. Eine Kurve unübersichtlicher als die andere. Ja. Nicht gerade ideale Rennbedingungen, was? Doch, ist geil. Ist richtig geil. Gefällt mir. Und da bin ich gespannt, ey, was noch kommt. Season 7 fängt schon sehr gut an. Boah, bitte verkackt das nicht, ey. Das macht Spaß. Wow. War das? Jetzt kurz gehakt. Boah, ist das cool gemacht, ey. Das ist viel besser als dieses Stuntrennen. Oh, das gefällt mir schon ziemlich gut. Oh, mal hier so ein bisschen durchziehen. Ich habe mir Rennen im Fernsehen angesehen und fand sie alle langweilig. Oh. Also bin ich selbst gefahren. Was für eine Art von Mensch rast Vollgas in einem Sandsturm mit fast 320 Kilometern pro Stunde. Die Art, die ich respektiere. Gut, da vorne gerade die Kollision, da war ich selber schuld dran. Da habe ich selber nicht aufgepasst. Oh, jetzt ein schöner Tunnel hier. Man kann sagen, was man will, aber Ubisoft will den Spielern was bieten. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Obwohl das Spiel nicht mehr das neueste ist, wird zu Q3 nur ein paar Leaks haben. Und keiner weiß, ob das stimmt oder nicht. Und trotzdem wird so an The Q2 gearbeitet. Finde ich geil. Also finde ich wirklich gut. Also macht nicht jeder. Ich meine, wenn wir mal einfach an Need for Speed Heat denken, wie lange da nichts gemacht wurde, also traurig. Deswegen finde ich das echt gut, dass hier immer noch dran gearbeitet wird und der Community immer noch neue Strecken, Autos, Events und so weiter geboten wird. Wow, ein Heck dagegen, ja, ein bisschen ausgebrochen. Nicht schlimm, da kommen wir hier durchziehen. Und ich muss sagen, diese 4 Minuten nerven auch gar nicht. Gut, nur noch eine Etappe. Und es wird ein gnadenloser Endspurt bis zur Ziellinie in der Stadt der Sünde. Vegas war schon immer ein Ort der Gewinner und Verlierer. Und jetzt kommen noch 7 hinzu. So, ich habe mal gerade geguckt, wo das letzte Rennen ist. Da müssen wir einmal umdrehen. Das letzte nennt sich hier Final Call. Ja, komm. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so... Genau, da ist es.
Und ich bleibe jetzt einfach in dem Lambo. Ich wollte ja eigentlich den Wagen wechseln, aber ich mache da einfach ein weiteres Video zu den Autos. Und dann bleibt das Video jetzt hier. Die Sache läuft so. Schlagt euch bis nach Vegas durch. Überquert die Ziellinie, macht Sightseeing. Meinetwegen könnt ihr hier sogar Urlaub machen. Aber sorgt dafür, dass mir die letzte Etappe gefällt. Dann bleibt das Video jetzt einfach so, wie es ist. Und die Autos kommen in einem eigenen Video. Sonst wird das hier den Rahmen sprengen. Soll ja auch nicht zu lange gehen dann das Video oder jeweils die Videos. So, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Wow. Aber die kommen nicht hinterher, oder? Okay, warte, doch, da. Okay, nee, die kommen nicht hinterher. Jetzt dachte ich aber, dass die hinterherkommen würden. Das wäre ja geil. Seht ihr das Flugzeug? Oh. Ich habe gelogen, was den Urlaub angeht. Der Erste, der in Vegas ankommt, fährt rein und fliegt zu einer Art Siegesfeier. Geil. Konrad und euch alle, verpasst den Flieger nicht. Ja, cool. Wow. Was? Strecke verlassen? Nein! Oh, voll nicht gesehen. Oh, mein Fehler. Okay. Aber interessant gemacht. Aber Flugzeug muss ich gerade übelst an Forza Horizon 5 denken mit dem Flugzeug. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, immer mal versperren lassen. Hey, da vorne ist irgendetwas auf der Straße. Vorsicht. Dann nehmen wir mit. Und zack. Oh, oh, nicht so weit. Okay. Das wäre jetzt fast zu weit gewesen. Geht voll klar so. Da fliegt er wieder. Und einmal dadurch. Ja, geil. Boah, das gefällt. Nicht schlecht. So sollte ein Rennen enden. Überall Cops. Ein Frachtflugzeug, das auf der Startbahn wartet. Was ich hier erlebe, hat mich positiv überrascht. Die Frage ist, wer von euch ist bereit für den Abflug? Alle. Ja, cool. Ja, coole Sache. Ja, geil. Nice. Nice. Ah, zuck noch ein bisschen rum. Jetzt wissen wir, wer von euch würdig und wer eine Niete ist. Sieger, du hast mich beeindruckt. Und das meine ich ernst. Du hast dir nicht nur den Preis, sondern noch etwas anderes verdient. Wie es aussieht, fliegst du nicht zu einer Siegesfeier. Dieses Rennen war erst der Anfang. Was jetzt kommt, wirst du lieben. End of Part 1. Okay, nice. Dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie Part 2 aussehen wird. Neues Fahrzeug verdient. Nice. Mitsubishi 3000 GTVR. Und irgendwie sowas. 3000 GTVR No Rules Edition. Direkt einsteigen. So, direkt mal Nitro-Mischer eingebaut. Und dann will ich auch mal gucken, die Stabis nach oben knallen. Radsturz runter. So, hier mal ein bisschen verändern. So, was haben wir hier? Getriebe, geht das dann hoch? Oh, nochmal, geht es sogar noch höher? Nee, so. Und dann gehen wir mal auf Anpassen und gucken, ob wir das aussehen. Nein, leider nicht. Ist ja immer so bei gewonnenen Fahrzeugen. Aber dafür haben wir Verzierungen und Prestigeobjekte. Aber wir lassen den mal original.
So, dann will ich den Wagen doch jetzt direkt mal in der ersten Aufgabe davon testen. Kurvenlage und so weiter. Ja gut, das war jetzt, ne? Egal. So. Yo! Oh, NPCs, ne? Im letzten Moment habe ich den gesehen, ey. Bevor... Jetzt wollte ich sagen, wir Forza-Spieler, aber nein, wir sind Q2-Spieler. Wir lieben NPCs natürlich, ne? Ja. Also ich würde sagen, der Lamborghini, den ich eben gefahren bin, der ist auf jeden Fall schneller. Und achso, das war damit gemeint mit versperrt die Straße im ersten Rennen. Das habe ich erst gar nicht... Ich habe es gar nicht gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, alles klar. Nee, was wollte ich sagen? Der Lambo ist auf jeden Fall wendiger in den Kurven und ich würde sagen auch schneller wie der hier. Aber egal, ich wollte den Wagen trotzdem mal zeigen, einmal testen, weil die meisten The Crew 2-Spieler wollen ja alle Autos haben. Und ja, dementsprechend zeige ich den Wagen jetzt auch. So, und ab ins Ziel. Arms. So, ja, also Fazit, der Wagen ist okay, aber der Lambo gefällt mir besser. Aber ich würde sagen, das soll es jetzt mit diesem Video an dieser Stelle gewesen sein. Denkt dran, da kommt noch mehr, da kommen noch Autos und die zeige ich euch aber im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo natürlich, macht die Glocke an, verpasst keine weiteren Videos mehr. Ich bin jeden Samstag live auf Twitch, immer ab 14 Uhr bis ungefähr 19 Uhr. Wenn ihr also Bock habt, dann lasst mir noch ein Follow auf Twitch da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber jetzt bin ich erstmal raus, würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Sage bis dahin und ciao.